wieder, falls Sie zuhören. Ich will, dass diese Sündmacher wissen, dass Good Neighbor tabu ist. In meiner Stadt wird niemand ausgetauscht. Aber hey, wir hatten doch gerade darüber gesprochen, was du brauchst. Also, wieso bist du hier? Was ist ein Sünd? Sag nicht, deine Ohren sind noch jungfräulich. Du hast mir gerade den Tag gerettet. Sünds sind wie du und ich. Nur, dass sie nicht auf die natürliche, spaßige Weise erschaffen werden. Oh nein, sie werden gebaut. Vom Institut. Die älteren Modelle sind eigentlich nicht mehr als Roboter. Aber die neuen? Da würde selbst deine Mutter keinen Unterschied mehr erkennen. Also müssen meine Leute und ich besonders dicht zusammenrücken. Jede kleine Veränderung könnte ein Hinweis darauf sein, dass jemand ausgetauscht wurde. Brauchst du sonst noch was? Was ist mit dir, Hancock? Was ist deine Geschichte? Ach, mein Lieblingsthema. Ich bin vor wohl schon 10 Jahren in die Stadt gekommen. Damals hatte ich noch glatte Haut. Während ich dabei war, mich zu einer Säule der Gesellschaft zu machen, hatte ich diese wilden Anfälle. Ich war noch jung, hab sämtliche Camps geschluckt, die ich finden konnte. Je exotischer, desto besser. Irgendwann habe ich dann diese Strahlungsmedizin gefunden. War einzigartig. Und es war nur noch eine Dosis übrig. Oh Mann, der Rausch war's echt wert. Ja, jetzt muss ich mit den Nebenwirkungen klarkommen, aber hey, was gibt es Schlechtes an Unsterblichkeit? Du bist unsterblich? Naja, nicht wirklich. Hule altern nur sehr, sehr langsam. Hat vielleicht was mit der Strahlung zu tun. Wer weiß. Du bist echt ein ganz schöner Draufgänger, Hancock. Man hat nur ein Leben. Warum sollte man also nicht alles ausprobieren? Wie dem auch sei. Gibt es sonst noch was? Erzähl mir mehr über deine Stadt, über Good Neighbor. Die Stadt lebt von den Leuten, verstehst du? Sie sind Freaks, Ausgestoßene und Querulanten. Und genau deshalb liebe ich sie. Jeder lebt hier sein eigenes Leben, so wie er oder sie es für richtig hält. Hier wird keiner verurteilt. Also, gibt es sonst noch was? Warum tauscht das Institut Leute aus? Scheiße, woher soll ich das wissen? Um die Leute zu verunsichern? Um uns aus den Schatten zu kontrollieren? Oder einfach, weil sie es können? Niemand weiß, wo sich das Institut verkrochen hat, was für Leute dahinter stecken oder wieso sie ihre eigenen Sklaven erschaffen haben. Aber es ist eben da. Nur um das klarzustellen. In Good Neighbor ist jeder willkommen. Mir ist egal, ob du ein Sünd, ein Ghoul oder ein Supermutant bist. Solange du dich an die Regeln hältst. Und eins kann ich dir sagen. Synths, die noch unter der Kontrolle des Instituts stehen, halten sich nicht an die Regeln. So, genug davon. Was brauchst du sonst noch? Bin auf der Suche nach Arbeit. Arbeit, was? Pass auf, ich will, dass du was für mich aufklärst. Es gibt eine Menge seltsames Gerede über die Galerie Pigman. Das da